Vex! Was ist Vex? Vex ist ein GameCube-Spiel, das ich schon seit etwa 2-3 Jahren spielen wollte, weil sich ein Kumpel von mir, der sich das Spiel ausleihen wollte, und ich meine, er es sich kaufen wollte, und es mir dann ausleihen wollte. Allerdings hat er es sich nie gekauft, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Und freue mich wie ein Pustekuchen auf dieses Spiel jetzt. Nach dem Intro. Vex! Oh, okay, ohne Intro meine ich natürlich. So, ja, wie man jetzt langsam schon merkt, es ist blind, es ist fast komplett blind. Und zwar das einzige, ich habe einmal das Tutorial gespielt. Und ich habe festgestellt, ich mag das Spiel. Verdammt. Der Kaukarakter sieht auch geil aus irgendwie mit seinen Krallen und seinen blauen Augen und seinem blau bis lila Haaren da. Sieht cool aus. Erinnert mich irgendwie vom Style an Rayman. Rayman 3. Auch für GameCube. Scheint ganz gut zu sein. Brauche ich nichts umstellen. Neues Spiel. Und ja. Das war mein Probedings, Herzen, was auch immer Herzen sind. Keine Ahnung, aber ich habe keine davon eingesammelt. Unsere Sünde war der Stolz. Von Ehrgeiz geblendet, öffneten wir eine Tür, die besser verschlossen geblieben wäre. Und über Astara ergoss sich der Höllenschlund. 700 Jahre sind seither vergangen, doch zu meinem großen Kummer dauert der Schrecken weiter fort. Er begann von Neuem, als der Schattengeist über das friedliche Dorf Overwood kam. Dark Yaru und seine Schattengeister trieben die wehrlosen Dorfbewohner vor sich her. Widerstand leisteten nur Vargus, der alte Wächter von Overwood, und sein Enkel Vex. Vex! Mit großen Kampfgeistes konnten Vargus und Vex gegen Yarus dunkle Macht nichts ausrichten. Sie wurden wie die anderen in Ketten gelegt. Gezwungen zur Fronarbeit in den Tunneln rings um ihr Dorf, wurden sie Sklaven. Mit Worten und Peitsche gezüchtigt, ertrug Vex alles geduldig, bis ihn sein Zorn übermannte. Er wandte sich gegen seine Unterdrücker, doch Yabus Schatten stellten sich ihm in den Weg. Vex wäre beinahe getötet worden, doch sein Großvater opferte sich für ihn. Erzürnt wandte Yabu seine Kräfte ohne Erbarmen gegen Vargus. Vex schwor finstere Rache. Nach Einbruch der Nacht floh er aus den Höhlen und schlich sich auf Yabus Windschiff, fest entschlossen, den Schattengeist zu vernichten. Das Schicksal gewährte ihm keine Rache, aber schenkte ihm Glück, die sagenumwobenen Kriegskrallen der Astani. Dark Yabu konnte die machtvollen Artefakte nicht vernichten, daher verbarg er sie seit Jahren, aus Furcht, sie könnten seinen Feinden in die Hände fallen. Vex schrie auf, als sich die Krallen für alle Zeiten mit ihm und damit sein Schicksal mit dem ganz Astaras verbanden. Okay, das war das Intro anscheinend. Und wir haben gleich mal unsere coolen Krallen gekriegt, ja. Allerdings müssen wir unser Volk... Oh, Vex... Unser Volk müssen wir retten. Vex! Mach die Augen auf! Du hast schon so viel ertragen und doch hat deine Reise gerade erst begonnen. Ich glaube, der Text wird gleich noch richtig schnell. Wir warten seit einer Ewigkeit auf einen, der mit dem Verstand und nicht mit den Augen sieht. Und Gott, die Gegend sieht so episch aus.
Das Zeichen des Dahinscheidens deines Großvaters. Vargas lastet schwer auf dir. Ein Teil von dir ist selbst im Tode noch mit ihm verbunden. Als Yabu Vargas ermordete, hielt er deinen Großvater der Gnade des ewigen Friedes für unwürdig. Dennoch schlug er den Teil von ihm in Fesseln, dem im Leben niemals gefangen halten werden konnte. Das innerste Wesen deines Großvaters ist eingeschlossen in Dark Yabus Amulett, wo Yabu von seiner fortan Qual und Furcht nähern wird, bis Vargas nicht mehr ist. Noch schneller bitte der Text! Doch wenn du unsere Methoden erlernst, liegt die Möglichkeit, ihn zu retten, in deinen Händen. Wir gewähren dir das Wissen und die Erfahrung aller Wächter, die uns durch die verschiedenen Zeitalter geführt haben. Wir können dir helfen, die Tore deiner eigenen Wahrnehmung aufzuschließen, sodass du deinen Großvater rächen und ihn aus seinem Elend erlösen kannst. Ich mache so wahrscheinlich so viele Fehler beim Lesen jetzt, das tut mir leid, aber der Text geht so schnell. Oh Gott, okay. Und ja, das Tutorial, man kann sich bewegen, das ist doch schon mal geil. Und die Gegend erinnert mich irgendwie an das letzte Level von Mario 64. Also Bowser sein letztes Level. Okay, was können wir denn alles? Springen! Hä, warum leuchten wir? Können wir echt sowas wie einen Doppelsprung? Okay, ich will's... Okay, ja, man kann sich bewegen. Okay, wir machen einfach nur mal, was das Tutorial von mir verlangt. Das ist das Einzige, was ich schon gespielt habe im Spiel. Man kann die Kamera drehen. Okay. Ja, bla bla bla. Wir können springen. Yes! Oh, jetzt kommt was Geiles. Jetzt kommt was Geiles. Achtung. Oh ja, Weitsprung. Weitsprung. Ah, wir können Weitsprung. Ist das nicht cool? Oh, geil. Ich liebe solche Spiele mit unterschiedlichen Sprungarten wie hier das hier und nochmal Mario 64. Und wir können... Yes! Hochspringen. Ist das nicht cool? Sesam! Okay, ein Dark Portal. Oh ne, es ist Mario Galaxy. Genau. Was können wir hier machen? Ach, man kann schwimmen! Schwimmen, 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 schwimmen. Mit R! Und dann leuchten unsere Krallen. Bedeutet das, dass wir unter Wasser unendlich Luft haben? Wahrscheinlich durch unsere Krallen. Ach, unsere Krallen sind cool. Nächstes Portal, bitte. Okay, weiter geht's. Unser schönes Tutorial-Level. Mit den Kriegskrallen kannst du Geräte... Warum ist das Tutorial jetzt in dieser Schrift? War davor... Das war vorhin nicht in solcher Schrift. Jedenfalls, man kann mit den Krallen Wände hochklettern. Und das sieht... Achtung! Beware of Epicness! Bam, 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 bam! Und hochklettern. Ja, super! Es macht Spaß! Ho, da rein. So, und jetzt können wir kämpfen. Oh, wir können kämpfen. Ja, wir können kämpfen. Bam. Ja, sure. Cool, ne? Wir können auch einen Uppercut. Oh. Springen und L. Okay, dann können wir eine Stampfattacke machen. Okay, oder eine... ich muss mal Dragon Ball. Wie? Dragon Ball, Attacke nach unten? Keine Ahnung. Was kann man rückwärts kriegen? A, B, okay. Tja, Kerk. Oh, das... Man kann so viele unterschiedliche Sachen, das ist cool. Bisher gefällt mir das Spiel auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch gehört, das soll der unterbewertet... das? Nee, der. Genau, der! Ich betone der, aber ich will das... Wort ist eigentlich falsch. Genau. Das unterbewertete Jump'n'Run ever soll dieses Spiel sein. Vex! Für den GameCube von Acclaim. So... Das Tutorial ist bald Ende. Noch ein paar Räume. Und ich versuche in diesem Let's Play auch etwa 20 Minuten Parts zu machen. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit den Speichern in dem Spiel ist. Naja. Okay, so Geister, so Herzen werden in 100 Teile geteilt. 100 Scherben ist Geisterherzes. Okay. Und wenn man 100 davon einsammelt, dann kriegt man wieder ein Herz. Da sammeln wir einfach mal 100 von den Dingern ein.
Tja, und wir nehmen den Langsprung, damit geht's schneller. Haha. So wie gute alte Mario 64 Zeichen. Ich vergleiche das... Nein, ich bin tot. Obwohl, eigentlich nicht. Kann man Dreisprung? Das müsste ich jetzt mal gucken, ob man Dreifachsprung kann. Ich weiß nicht, warum das leuchtet. Ja, man springt schon ein Stück höher, glaube ich, mit so einem Doppelsprung. Okay, ich muss das Spiel erstmal kapieren. Lasst mich. Lasst mich einfach. Ich mag diesen Boost. Phew! 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 Ach, ist das cool. Und... Nein, so nicht. Wie ging das nochmal? So. Nicht AL, sondern LA. Und dann haben wir gleich 100 Teile eingesammelt. 98, 100. Da hatten wir oben übrigens auch gerade eine Anzeige, glaube ich. Und die werden dann komischerweise wieder in 6 Teile geteilt, oder wie? Seelengefäße. Auch mit... Achso, wenn man... Oder wenn man 6 so Teile einsammelt, kriegt man anscheinend auch so ein Geisterherz. Wow. Die explodieren cool. Das will ich jetzt noch ganz sehen. Hui. 6 davon. Und dann kriegen wir ein Geisterherz. Und dafür ist die andere Anzeige oben. Da oben links. Oh Gott. Tja. Gib mir ein Geisterherz. So, und von nun an ist es blind. Du hast viel erreicht. Hinter dieser Tür liegt die Welt, in der du allein anwenden musst, was du gelernt hast, um dein Ziel zu erreichen. Tut mir leid, ich will immer schnell lesen, damit, falls noch mehr Text kommen wird, damit ich den dann komplett lesen kann. Okay, nur Mut. Man wird nicht daran gemessen, wie man mit einfachen Situationen fertig wird, sondern daran, wie man sich unter den hoffnungslosen Umständen verhält. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir uns verhalten. Mit unseren Krallen auf jeden Fall gut. Timberdale. Ah, na, endlich aufgewacht? Das erinnert mich echt an Rayman. Schön zähes Kerlchen, hm? Ich hielt dich für tot, als ich dich fand. Darum brachte ich dich her. In dieser Kammer liegen die früheren Träger der Krallen aufbewahrt. Die verfluchten Dinger hätten mir beinahe die Hände abgeschnitten, als ich dich hertrug. Das Dorf wurde von Yabu zerstört. Hier ist keiner mehr außer dir und dem alten Darby. Dieses seelensaugende Ungeheuer würde ich zu gern mal in die Finger kriegen. Nur am Augenlicht hapert's leider bei dem alten Darby. Aber du, du könntest ihn aufhalten, ehe er das Tor zu seiner Welt öffnet. Du könntest es zum Turm schaffen, bevor es zu spät. Wenn er den Spalt erneut öffnet, zerstören die Dämonen auch noch den letzten Rest von Astara. Und uns... Und dann hält nichts mehr die Geister davon ab, mit Hilfe des Spalts weitere Welten zu zerstören. Jetzt liegt's an dir, mein Junge. Mit dir kommen kann Darby nicht, aber... Ich kenne da noch einen alten Trick. So kann ich zu dir sprechen. Wow, wow, was zum... Geh nur hinaus. Wie geht das? Ich bringe dich auf den rechten Weg. Okay, der alte Darby ist ein ganz komischer Typ und wir können hier rumlaufen. Und... Ha, tja! Ich gib's dir Säule. Ist das eine Fledermaus? Okay. Was ist das hier? Feuerlord. Was ist das hier? Unter Wasser. Okay. Und was haben wir hier? Das sieht irgendwie cool aus. Kann man auch gucken? Na, kann man aber... Oh, das sieht nicht gut aus von hier. Da oben habe ich was gesehen. Ha, ich bin nicht blind, auch wenn das ein Blind-Let's Play ist. Kann ich mal die Kamera... Oh gut, kann ich Kamera wegmachen. Was bringt Z eigentlich? Oh. In Timberdale gibt es anscheinend viele Geisterherzen. Gott. Okay. Okay, lassen wir das erstmal einfach so stehen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Dash, dann bin ich schneller. Oh Gott.
Okay, die Ladezeiten sind... Na, so lang sind die gar nicht. Yay, da sind Herzen, Herzen, Herzen für mich. Steine? Kostbare Geisterherzen sind hier über das Land verstreut. Du musst sie zusammensuchen, um das Zentraltor mit Energie zu versorgen und in das nächste Land zu gelangen. Hier findest du das erste Geisterherz. Du musst zur Spitze des Riesenbaumes aufsteigen, um es dir zu holen. Vex, hole dir eines der Geisterherzen. Ich treffe dich dann jenseits des Zentraltores. Viel Glück, mein Freund. Okay, vier so Herzen sammeln hört sich ja erstmal nicht so spannend an, finde ich. Und gespeichert wurde, super. Und mir wurde im Tutorial gesagt, ich soll diese Teile einsammeln. Dann sammle ich diese Teile ein. Lalalala. Man kann die Kamera richtig gut drehen. Das mag ich. Da hinten war noch so ein Ding. Was ist das hier? Ein Gegner! Oh nein, Mushroom! Nee, das ist... Was ist das? Eingraviert in Kletterwände findest du besondere Zeichen. Spring an die Kletterwände um. Ach so, ich dachte, das wäre der Gegner. Was? Okay. Man kann anscheinend hier so... Kletterwände. Hier ist eine Kletterwand anscheinend. Ah nee, ach so, diese komischen Teile sind Tipps. Okay, das haben wir schon mal gelernt. Da ist eine Kletterwand. Ah ja, ja, klettern, klettern. Klettern sieht geil aus. Ohne Scheiß. Und was ist hier oben? Ein so ein silber, goldenes Ding. Das ist auch gut, glaube ich. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Da komme ich doch nochmal hoch, oder? Na, da muss ich hoch. Ha! Super. Okay. Ja, die habe ich gerade alle schon eingesammelt. Ha, war das hier richtig oder falsch? Oder habe ich das Spiel gerade ausgetrickst? Ich weiß es nicht, aber dieses Spiel sieht mir richtig danach aus, als ob man das Spiel hier austricksen könnte. Ey, nein, das Spiel hat mich ausgetrickst. Na super. Ich habe gerade meinen ersten Treffer gekriegt. Und ich nehme an, da unten links ist meine Energieleiste. Wahrscheinlich willst du mir sagen... War das gerade ein Wandsprung? Nein, das war kein Wandsprung. Ein Schubsprung. Was soll das? Schubsprung? Schubsprung? Und man kann einen Wandsprung machen. Ah! Das ist mein Lieblingsspiel. Nein, aber ich liebe Sachen mit Wandsprüngen. Boah, es gibt nur gute Spiele mit Wandsprüngen. Das ist eine Sonnenuhr. Tageszeit ändern. Okay, ändern wir mal die Tageszeit. Können wir die Tageszeit ändern? Wir können die Oh! Bringt mir das was? Da hinten ist irgendeine Tür. Da an der Seite. Und die geht anscheinend nur bei Sonne oder so. Die will ich wieder aktivieren, genau. Was ist das jetzt hier? Ich werde woanders hin teleportiert. Warum? Was? Sieht cool aus. So wie ein Minispiel hier oder was? Erinnert mich an Wario Land. Wario World. Für den Gamecube. Auch für den Gamecube. Er sagt mir was. Gib mir einen Tipp. Vex, du hast ein Geheim-Sonnenuhr-Portal-Level. Das ist ein geiler Name. Ein Geheim-Sonnenuhr-Portal-Level. Ja. Hier ist ein Geisterherz versteckt. Das will ich haben. Geisterherz sind anscheinend gut. Ich weiß zwar nicht genau, was sie bringen. Aber ich stelle mir gerade vor, dass sie sowas vielleicht wie Puzzleteile von wie bei Banjo-Tooie sind. Oder Sterne bei... Nein! Ich bin gerade gestorben. Okay, man verliert im Bonuslevel auch Leben. Das ist gut zu wissen. Plus 5, plus 2. Plus 7, was auch immer das bringt. Scheint gut zu sein. Ja, mit einem Dash-Sprung. Super. Okay, stellen wir uns diesmal nicht so blöd an. Man kann die Kamera so geil drehen. Das ist echt cool. Man kann die frei bewegen. Jetzt muss ich hier rüber. Wow, wow, wow. Hallo, wir sind im ersten Level. Nicht so schnell. Das ist da ohne Stange. Man kann hochklettern. Man kann sich auch festhalten, das ist cool.
Nicht so wie bei... Ich vergleiche es immer mit Mario 64, tut mir leid, aber da kann man sich zum Beispiel nicht festhalten. Und das nervt manchmal. Okay, komm du hier hin. Nicht zu schnell, bitte. Was geht? Es geht alles. Zurück! Hey. Ja. In der Luft. Nein, ich will nicht runterfallen. Der hat irgendwas gedroppt. Ich will das haben. Nein! Was sind das für komische Teile da eigentlich? Naja, lassen wir die komischen Teile komisch sein. Und, wow. Darauf schnell. Gut. Wo jetzt hin? Da. Ein Geisterherz. Ich habe mein erstes Geisterherz gefunden. Das bringt mir jetzt... Ah, ich soll jetzt zu dem alten Darby, oder wie ist er? Gehen, der blinde Typ. Mal sehen, was der so zu sagen hat. Oder muss ich wirklich erstmal das Geisterherz auf den Berg da holen? Vor langer Zeit haben die Geister alle Energie aus dem Spaltsystem gesogen, konnten einfach nicht widerstehen. Und ihre Herzen stecken immer noch voller Energie, die du für die Tore nutzt. Los, wirf das Herz in das Portal vor dir. Nein, wir haben es gerade so ergattert und jetzt müssen wir es wegwerfen. Kamiamia! Sobald du genug Herzen in das Portal geworfen hast, kannst du über den Spalt an andere Orte gelangen. Also sind das echt wie Puzzleteile bei Banjo-Kazooie? Mit jeder Minute kommt dieser Teufel seinem Ziel näher, das Tor zur Schattenwelt zu öffnen. Sei vorsichtig. Schattengeister sind Gestaltwandler. Traue niemandem über den Weg. Okay, jetzt haben wir auch schon 22 Minuten rum. Fast. Okay, wie viel brauchen wir denn hier? 2, das haben wir bald. 5, 11, 16, 26, komische Zahlen. 34, 42 und 50. Das ist wahrscheinlich die letzte Welt. Und ich glitsch mich da durch die Tür. Nein, schade. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Mal holen wir noch ein paar Geisterherzen. Was zum... Was ist... Okay, was das ist, gucken wir auch nächstes Mal. Ich bin Bridgman. Blark.